Wir haben unsere Kontoauszüge angesehen und... Kurz, sie nehmen dich von der Schule. Wir nehmen dich nicht ganz von der Schule. Du sollst nur die Schule wechseln. Sing Street ist die mitreißende Geschichte des jungen Connors und seiner Band. Schon in seinen Filmen Once und Can a Song Save Your Life erzählte Regisseur John Carney humorvoll und warmherzig von der treibenden Kraft der Musik. Diesmal hilft sie einem Teenager im Dublin der 80er, seiner großen Liebe näher zu kommen. Keine Ahnung, was dieser neue Knast aus dir machen wird. Das ist deine große Zeit, Mann. Wer ist das? Sie ist wunderschön. Rafina hat eine große Ausstrahlung. Sie stürmt in das Leben anderer. Aber ich glaube, im Inneren ist auch sie verletzlich und noch ein Kind. Sie ist schließlich erst 16 Jahre alt. Warum bist du nicht in der Schule? Ich bin Model. Cool. Willst du in einem Video für meine Band mitspielen? Wenn du eine Band hast, sing mir was vor. Take on me. Der Film ist die Erfüllung meiner Träume, von all den Dingen, die ich im Alter der Hauptfigur mit 14, 15 machen wollte und nicht getan habe. Und jetzt darf ich das nachspielen, das Mädchen bekommen und eine Band gründen, was großartig ist. Wir müssen eine Band gründen. Was? Connor sucht Leute für eine Band. Oh, nicht das noch. Du beherrschst doch jedes Instrument auf der Welt. Schon möglich. Zeig's ihm. Er findet Zuflucht in der Musik und darum geht es im Film. Um das, was ihn antreibt und um die Liebe zu Rafina. Es geht auch um dieses Mädchen, oder? Was ist das? Hausaufgaben. Ich muss morgen zur Schule. Das ist Schule. Rock'n'Roll bedeutet Risiko. Du riskierst, dich lächerlich zu machen. Oh Gott, was habt ihr denn da alle an? Ja, daran arbeiten wir noch. Ich finde die Musik fantastisch. Sie schreiben einen Song, der an Duran Duran erinnert. Ein anderer klingt nach The Cure. Jeder Song im Film imitiert einen anderen Musikstil aus den 80ern. Das hat Spaß gemacht. Ja, das war echt lustig. Hast du sie schon geküsst? Sie hat einen Freund. Ist in seinem Auto mit lauter Musik losgefahren. Welche Musik hat er laufen? Genesis. Keine Frau kann ernsthaft einen Mann lieben, der Phil Collins hört. Sing Street ist auch visuell wahnsinnig aufregend und erzählt von interessanten, verwundbaren Figuren. Du hast dir ja echt was vorgenommen. Bist du bereit dafür? Ich finde, sie ist ein ganz besonderer Mensch. Greif nach den Sternen, Connor. Sie sind alle Außenseiter und haben es schwer. Aber sobald sie miteinander Musik machen, finden sie sich. Und es ist toll mit anzusehen, wie sich diese Kameradschaft, diese Familie entwickelt. Disco zum Schuljahresende in der Turnhalle. Wir fragen, ob wir da spielen dürfen. Okay. Very good. 80er-Hits wie Breakfast Club und Zurück in die Zukunft waren typische Feel-Good-Filme. Und ich finde, Sing Street lässt diese Zeit für die Leute noch einmal aufleben. Unser erster Auftritt. Das wird der Wahnsinn. Ich versuche zu kommen. Du musst kommen. Und Rafina ist die Schlüsselfigur im Zuge seines Erwachsenwerdens. Sie öffnet ihm die Augen für das Leben jenseits der Schule. Das sind nicht gerade die Beatles. Es geht darum, wie er sich seine Welt erobert, das Mädchen für sich gewinnt und zu einem jungen Mann reift. Leute, ich liebe diese Band. Der Kinofilm Sing Street lebt von einem mitreißenden Soundtrack und dem großen Charme und Optimismus seiner Charaktere. John Carney gelingt damit eine berührende Hommage an den Sound der 80er und ein Liebesbrief an die unbändige Kraft der Musik.